Andreas Gottschalk machte kürzlich mitten auf dem Marktplatz Station. Viele kennen ihn als Klinik-Clown. Aber nun verfolgt der 56-Jährige aus Lüssow einen besonderen Traum. Er tritt als Straßenclown auf. Auch in Güstrow zeigt er etwas von seinem Können. Mit nur wenigen Utensilien, einigen Plastikrohren, Jonglierkeulen und seiner Ukulele brachte er die Zuschauer zum Lachen. Schnell konnte er sie in seinen Bann ziehen. Die Verknüpfung von sozialen, handwerklichen und humoristischen Komponenten gelang ihm gut. Ihm selbst gefällt es, wenn Zuschauer mitmachen dürfen. Und das taten auch die Güstrower. Schnell waren sie mittendrin und Teil der Darbietung. Die kleine Vorstellung sollte auch ein Abschied sein. Inzwischen ist Andreas Gottschalk auf Deutschlandtour. Bis Ende Mai will er mit seinem Wohnwagen durch die Orte ziehen. Eberswalde, Berlin und Hannover standen zuerst auf seinem Plan. Dabei möchte er auch lernen. In Hannover engagierte er sich einen Straßenclown als Coach. Und die Güstrower dürfen gespannt sein, mit welchen Eindrücken und Erlebnissen Andreas Gottschalk wieder zurückkehrt.